Das ist die Verwirklichung des amerikanischen Traums, Mr. Patel. Direkt hier auf Long Island. Wow. Sieht aus wie der Millennium Falcon. Ja, Mick, es ist sehr modern. Ja, es ist modern, ultramodern. Ich hatte die besten Architekten der Insel. Charlie ist nicht mehr der Mann, den ich geheiratet habe. Ja, aber wir ändern uns doch alle irgendwie, oder? Ja, ich weiß, aber wieso passiert das? Adriana Bray, 15. Schülerin der 11. Klasse. Hältst du mich für eine Nutte? Nein. Bin ich auch nicht. Das weiß ich. Bin ich wie meine Mutter. War nicht schön, wie du den Arsch vollgekriegt hast. Scheiße! Ich hör dich, Alter! Meine nur, ich könnte deine Mutter anrufen, damit sie dir einen Eisbeutel bringt oder wenigstens Wasser. Ich weiß oder auch nicht, aber du kamst mir so wie mein kleiner Bruder vor. Echt? Entschuldige bitte. Das ist aber nicht Teil der Beichte. Aber nur anschauen, du Perverser. Du bist wie deine Mutter nicht leicht zufriedenzustellen. Wenn du so 3 Jahre älter wärst, könnte ich mit dir gehen. Ist sie gefährlich, Dad? Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal jemanden so hassen könnte wie dich, Charlie. Findest du, wir sollten noch länger darüber reden? Ich stelle dir eine Frage, Soldat. Antworte gefährlichst. Schlag abkriegst. Bumm, tot.